Hallo Bastelkollegen, nun wird es mal höchste Zeit, dass ich mal was klarstelle. Da hat mich der YouTube-Kanal Elektronik von YouTube neulich draufgebracht und der hat sich da so ein Video von mir hergenommen, wo er die Effektivität von so einem Lüfter mal berechnet hat. Ne? Ich hatte da paar Angaben gehabt, wie schnell der Kondensator geladen wird und so weiter und so fort. Ja, und bin danach bei der Recherche, wo ich ihm zeigen wollte, auf was dieses denn alles basiert, ne, wo wir eigentlich hinwollen, dahinter gekommen, dass man das jetzt heutzutage im Internet gar nicht mehr so leicht findet, weil wir die ganze Zeit solche PC-Lüfter-Videos hochgeladen haben, oder ich zumindest, da bin ich selber ein bisschen schuld dran. Ja, das wollen wir jetzt mal in etwas erweitern, ne, dass wir mal zeigen, wo es denn hingehen kann. Und zwar der Original Bedini-Lüfter, ne, der 130% Wirkungsgrad haben soll. So nach meinen Infos ist es bis jetzt von Bedini himself auch nicht revidiert worden. Von daher gehe ich immer noch davon aus, dass das alles passt mit der Luftstrommessung und dem elektrischen Output, was das Ding dann bringt. Und zwar sieht das eigentliche Teil so hier aus. Okay, good morning, John here. First of all, for you in the SG forum, this is the original SG motor, all right? And then what I want you to do is watch what's going on here very closely. Und das war dann nämlich auch der Grund gewesen, warum ich dann dieses letzte große Testvideo mal gemacht habe mit diesem Read-Switch hier dran. Ne, dass wir wissen, was Repulsion Mode, Attraction Mode ist, dass wir wissen, dass wir hier nur mit Monopolen zu fahren haben und so weiter und so fort. Und ich denke mal, ja, jetzt müssten die allerletzten Hürden sozusagen geklärt sein, dass ihr so ein Ding jetzt selber mal versuchen könnt, zu Hause nachzubauen. Würde mich echt freuen auf viele verschiedene Nachbauten, um da jetzt endlich mal dahinter zu kommen, ob da wirklich was dran ist oder nicht. Bis später.